So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Nier Automata. So, okay, wir machen Dr. Servo, nenne ich ihn jetzt einmal, na, ich habe keine Ahnung, diesen Mönchen da. Versuchen wir jetzt einmal, seine Ersatzteile zu bringen. Und das sollte gleich hier vorne sein, ich hoffe, es ist nicht da oben. Wo bist denn? Da ist einer, okay. So, was haben wir denn da? Das ist eh aktiviert, ja. Da, ja gut, tun wir gleich mal schnell speichern. Das wird auch der letzte Part für heute sein. Ich muss leider weg. Verbeugte Platte. Ist mal was anderes, nicht immer wieder das gleiche halt. So wie Baumsaat oder sowas. Aber das brauchen wir halt alles. Ich hoffe, dass sich das irgendwann einmal bezahlt macht. Gehen wir da weiter rauf. Okay, aber ich muss, wenn schon, darüber. So, ob das jetzt geht oder nicht, das werden wir gleich herausfinden. Ab geht die Post. 1, 2. Nein, also da komme ich nie. Also, da komme ich auch nicht darauf. Moment. Ich glaube schon, dass das da oben ist. Meine Güte. Geht da die Baumwurzel rauf. Dankeschön. Geht da die Baumwurzel rauf. So weit wie möglich. So. Das ist aber, glaube ich, zu weit weg. Moment, ich kann aber... Ja, ich kann auch von hier... Nein, das ist zu weit weg. Wie komme ich denn dorthin am besten? Ich glaube schon, dass ich da rüber muss, wo der Käfig ist. Nein, da komme ich nicht drauf. Das funktioniert nicht. Dadurch? Ich höre wen stampfen. Ist das Stampfi? Moment. Mal das eingesammelt. Und hier einfach rauflaufen. Oh mein Gott. Stufe 15. Was geht ab? So, was brauchen wir da? Brauche ich das? Requested material obtained. Tatsächlich. So, ist der unter mir? Tatsächlich. Der ist auch schon Stufe 15. Ja, langsam aber sicher sollte ich mich mal aufwerten, ne? So, baller den mal weg. Danke. Was haben wir jetzt da gekriegt? Explodiert, dankeschön. So, das sollte eigentlich erledigt sein. Und jetzt sollte ich eigentlich wieder zurückgehen zu den Typen. Pflanzensaat, okay. Aber hier gibt's einiges zum Einsammeln. Moment, ich laufe da ein bisschen herum. Zum Beispiel hier. Kupfererz. Das haben wir da vorne noch. Kristalle, okay. Hier haben wir auch noch was. Baumsaat. Nehmen wir auch sehr gerne mit. Okay, gut. Wurscht. So. Das war das hier, gell? Ja, das ist der Roboter-Dojo. So, dann sind wir eh da richtig. Ich hoffe, dass ich da irgendwie durchkomme. Das werden wir gleich sehen. Ja, ja. Das schaut gut aus. Ah, da ist der Käfig. Da wollte ich rein vorher. Ah. Was haben wir hier? Noch ein Kristall, okay.
Okay, sonst gibt's hier nichts. So, dann gehen wir da nach links. Dann können wir da gleich raufjumpen. Dann gehen wir da... Nein, bleib oben, danke. So, jetzt muss ich dann wieder warten, oder was? Jetzt muss ich dich wieder zusammenbauen lassen. So, du kleiner Mausibär. Hast du die benötigten Gegenstände mitgebracht? Ja, habe ich. Hey, ich habe den Schrott, den du wolltest. Ah, ausgezeichnet. Jetzt kann Vater Servo sich erneut weiterentwickeln. Wenn du zurückkehrst, wird er stärker sein als je zuvor. Ach, ich kann es kaum erwarten. So, Aufgabenbelohnung, defektes Kabel mal 3. Mittlere Erholung, physischer irgendetwas, keine Ahnung, 3000 Gold, 1150 Erfahrungspunkte. Somit steigen wir auch wieder ein Level. Sehr gut. So, welche Ungeduld, bist du wirklich so, was, begierig darauf zu sehen, wie Vater Servus sich weiterentwickelt? Um ehrlich zu sein, ja. So, Moment, jetzt gehen wir da nochmal runter. Und der hat sich weiterentwickelt, seht ihr das? Man geht nur runter und der Typ tut sich dann gleich umschrauben anscheinend. Jetzt liegt was hinten. Wie oft war ich da schon hinten und hab gesucht, aber es war nie etwas hier. Moment, jetzt bin ich gespannt, was das ist. Bernstein, naja. Ich hätte gerne mal Pilze oder reines Wasser, damit ich meinen Bot auch irgendwie mal aufwerten kann. Ja, der Strahl ist schon mächtig, da kann man nichts sagen. So, wir gehen gleich wieder retour. Wir kämpfen gleich gegen diesen kleinen Mini-Roboter. Ich bin gespannt, welches Level er jetzt hat. Er hat ja vorher 30 gehabt. Das Gute ist, wenn ich ihn wirklich besiege, dann steige ich auch automatisch ein Level und das ist schon mächtig, das ist schon geil. Ah, bitte, gehst du darauf? Danke. Dann darüber wieder. Oi, jetzt ist er groß. Schaut, schaut, schaut. Jetzt bin ich gespannt, ob er mich fertig macht. So, eins, zwei. Na? Bist ganz schön groß. So, jetzt bin ich gespannt. Welche... Alter. Alter. Okay, jetzt bin ich gespannt, welches Level er hat. Wie lieb von dir, Vater Servo, wieder mit deiner Anwesenheit zu beehren. Diese, was? Tatendrang ist bewundernswert. Nun dann, möchtest du Zeug, was Zeuge der Pracht werden, die das jüngste Veränderungen bewirkt hat? Ja sicher, zeig mir deine Pracht. Der Vater Servo, den du kanntest, ist aus seinem Leben geschieden, mein Kind. Siehe seinen neuesten, was? Inkarnation. Ab geht's. So, okay, er steigt immer 10 Level anscheinend. So, nur aufpassen. Alter, was geht mit ihm? Er ist urschnell. Ich muss mich konzentrieren. Also danach... Nein, danach tue ich ihm nicht mehr helfen. Also helfen schon, aber ich werde nicht gleich gegen ihn kämpfen. Ich glaube nicht einmal, dass ich das schaffe. Also mit Fernkampf würde das ewig dauern. Ich versuche es ein bisschen hinzuschlagen, aber ihr seht, ich mache fast keinen Schaden. Das ist schon heftig, was der Typ da aushaltet. Überhaupt mache ich immer mit einem Treffer einen Schaden. Schaut, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mit dem Schwert mache ich da ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube 27 war die Zahl. Ich sehe es nicht wirklich raus. Es sind Unmengen an Zahlen da. 24 habe ich da jetzt gesehen. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn er mich zweimal trifft, bin ich im Popo.
Nein, also das ist das letzte Mal. Also wenn ich den schaffe, Respekt. Ja, mit dem sollte ich auch arbeiten, aber das nimmt nicht wirklich viel Schaden halt. Also es macht nicht viel Schaden gegen ihn. Seine Verteidigung ist ziemlich hoch. Wie viel macht der Schaden? 36? Macht mehr Schaden als mein Schwert. Alter. Jetzt haben wir es gesehen. 68, glaube ich. So, Feuer frei. Ja, jetzt tut mir langsam meine rechte Hand weh. Und Feuer. Batz. Ich glaube, umso näher ich dran bin, desto mehr Schaden kriegt er von der Maschine. Das Gute ist, 9S kann ja nicht sterben. Das heißt, er kämpft die ganze Zeit permanent gegen ihn. So, und wieder weg. Wieder drauf ein bisschen. Batz. Aber wir haben nicht einmal die Hälfte. Das wird ein Part, glaube ich. Oh, meine rechte Hand tut mir weh. Sehr gut. Und weg. Und weg. Weg, 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 weg. Wenn er mich mit denen trifft, bin ich, glaube ich, auch schneller kaputt, als was ich mir denke. Na, aber seine Verteidigung ist ein Wahnsinn. Schaut euch das an, was der aushaltet. Es wäre schon geil, wenn ich den besiege. Die Erfahrungspunkte, steige ich vielleicht 2 Level, hoffentlich, das wäre schon geil. So, Vorsicht, jetzt dreht er sich gleich wieder. Ah, noch nicht. Jetzt, nein, noch nicht. Jetzt dreht er sich, weg wieder von ihm. Nein, 9S, nicht zu mir, du sollst angreifen. Und weg, weg. Sehr brav, Mädchen. Sehr brav. To be. Wahnsinn. Und Feuer frei. Feuer frei. Bang, bang. Ab geht's. Komm. Komm her da, Dr. Servo. Oder Meister Servo. Ich habe keine Ahnung. Ist mir wurscht. So, jetzt warten wir ganz kurz. Und Feuer frei. Boom. Nicht einmal die Hälfte. Noch immer nicht. Unglaublich, ich kann ich überhaupt gegen den gewinnen? Probieren kann man es immer, aber das ist ja unglaublich, Alter. Aua. Wenn man, glaube ich, meine Heilmittel eher vorher ausgehen, bevor ich den bezwinge. 65 macht das Schaden. Sehr gut. So, aufpassen, wieder weg. Währenddessen ladet sich der Laser auf. Und Feuer frei. Zack, 71. Umso näher ich dran bin, desto mehr macht es Schaden. Alter.
69. Ah, komm jetzt. Jetzt nicht übermütig werden da. Gott sei Dank gibt es da keinen Zeitlimit. Stellt sich das mal vor, da gibt es ein Zeitlimit. Dann müsste ich auch Stufe 40 sein. Na, da gehen wir meine Heilmittel vorher noch aus. Ich bleib lieber auf Distanz. Alter, der Kampf dauert wirklich einen ganzen kompletten Part. Unglaublich. Komm her da zu mir. Ah, ich konzentriere mich gerade extremst. Damit ich gegen das Scheißviech da gewinne. Weg, in die Ecke. Alter, mir tut meine rechte Hand tut urweh, weil ich die ganze Zeit auf R1 gedrückt halte, halt, damit er Dauerfeuer macht auf das Scheißviech. Weg, 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 weg. Strahl ist bereit und Feuer frei. Gott sei Dank werden meine Waffen nicht kaputt. Stellt euch das mal vor, wenn die Waffen kaputt gingen würden. Ey, da wäre ich jetzt, glaube ich, schon Geschichte. So, weg wieder. Der Strahl macht sich bereit. Und Feuer frei. So, ich glaube, wir haben die Hälfte, oder? Ich glaube, wir haben die Hälfte, oder? Ich weiß nicht. Sehe ich das richtig? Ich bin mir nicht sicher. So, ich muss meine Hand kurz entspannen. Deswegen gehe ich weg. So, ab geht's. Und weg, jawohl. Ah, ich konzentriere mich extrem. Boom. So, mach dich nur nicht schnell. Bleib in dieser Position, wie du jetzt bist. Das wäre super. Ja, genau. Das war unfair. Nein, das wollte ich nicht. Sehr brav. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Gott sei Dank kann Dupi sich so schnell auflösen und wieder zusammensetzen. Das ist ja unglaublich. Was mache ich jetzt in meiner Not? Feuer frei, sehr gut. Ach komm jetzt. Ach komm jetzt!
Naja, 76, sehr gut. Da freut man sich über so welche Zahlen. Aber ich gewinne gerade, vielleicht, wieder schneller. Gegen einen Stufe 40er Roboter. Sehr brav. Ja, ob ich gewinne oder nicht, das werdet ihr dann am Ende des Videos natürlich wissen. Aber ich hoffe, dass ich gewinne natürlich. So, wieder in den Rücken, sehr gut. Weg, 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 Tobi. Sehr brav. Wieder in den Rücken. Aber es macht nicht, glaube ich, keinen Unterschied, ob ich da jetzt in den Rücken reintreffe oder nicht. Das war schön. Von oben einmal so runter gedasht. Und weg. Zurück, zurück, zurück. Aber wir haben ihn fast! Wie steppert! So, weg, 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 Tupi. So, Strahl ist bereit. Und feuerfrei. 74, sehr gut. Ja, das macht er jetzt immer öfters, dass er sich so einkreist halt. Er geht nicht mehr wirklich in den Nahkampf. Jetzt habe ich ihn gestaggert, wie auch immer ich das gemacht habe. Jetzt habe ich ihn wieder gestaggert. Habe ich ihn getroffen jetzt? Alles gut. Und feuerfrei. 71. Und weg. Runter, ganz runter. Sehr brav. Ah, mir tut meine rechte Hand weh. Sehr brav. Und weg. Und feuerfrei. Ah, jetzt. Boom. Ah, komm jetzt! Wenn du dich erneut auf die Probe stellen möchtest, wird Dr. Servo deinen Wunsch gerne entsprechen. Ja, so schaut das aus, wenn man fast stirbt. Aber er hat mich leben lassen. Nein, ich gehe jetzt nicht nochmal rauf. Alter, ich könnte jetzt auch einen Cut machen und nochmal gegen ihn kämpfen. Das Problem ist, dass ich weg muss. Sonst würde ich das, glaube ich, machen. Okay, gut. Laufen wir noch schnell zurück. Tut mir leid, dass das fehlgeschlagen ist jetzt. Ich hätte ihn gerne besiegt, aber er hat jetzt da dreimal hintereinander die gleiche Combo gemacht. Ich habe auf R2 gedrückt, damit ich ausweiche. Er hat es aber, glaube ich, weiß nicht. Entweder hat er es nicht angenommen. Oder sonstiges, ich weiß es nicht. Das ist jetzt eigentlich auch ziemlich egal. Es geht auf jeden Fall schneller natürlich, wenn ich jetzt da Level steige. Wir gehen jetzt da rüber. Die machen wir jetzt noch kalter, damit wir wenigstens irgendwie ein Erfolgserlebnis haben für diesen Part. Aber aufgeben, nein, da steht nicht fest, dass ich das jetzt tue.
Aber der Schaden, ich habe auch nicht wirklich, ich habe nicht wirklich viel Schaden gemacht. Ich habe 71, wenn ich den Strahl gemacht habe, hat der aber am höchsten 71 gemacht. Und ich glaube, ab und zu hat er nicht getroffen. Ich weiß es nicht. Ich habe ab und zu keine großen Zahlen gesehen halt. Aber ja. So, ich würde vorschlagen, wir speichern. Ich muss weg. Oh, wir können uns transportieren. Achso, zum Bunker. Okay, okay. Noch nicht in die komplette Welt hinaus. Aber wir haben auf jeden Fall hier auch noch ein paar Nebenmissionen, die wir annehmen können. Aber das schauen wir uns an. Und zwar im nächsten Part. Ansonsten wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.